Hallihallo und willkommen zu einer weiteren Folge Anduril, der Skyrim-Mod, die das komplette Spiel verändert und... ich habe gehofft, ich schaffe die Moderation noch vor der Tante. Na gut, lassen wir das. Gehen wir weiter. Unser Ziel ist der Myriadenturm. Unser erster Flug mit der Myriade zu einer Person, die uns bei unserem Arkanfieber weiterhelfen kann. Ich bin gespannt, wie es mit Jasper weitergeht. Ich glaube, der will Anduril verlassen. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir ihn nicht zum letzten Mal gesehen haben. Hoffe ich sehr stark inständig. Ich mag den Kerl. Ich finde ihn gut. Obwohl diesen alten garstigen Zauberer fand ich auch gar nicht so uncool irgendwo. Warum reagierst du auf garstiger Zauberer, Google? Weiß es nicht. Naja. Hm? Was wollt? Myriadenturm. Das ist ja eine tolle Rüstung, die er da tragt. Ja, ich bin auch schwer begeistert. Wie komme ich denn jetzt dahin, da hoch, ne? Irgendwie. Was wollt ihr denn noch? Irgendwo. Ihr seid Abenteurer. Ihr habt sicher jede Menge zu tun. Südviertel? Kommt zu Irinto. Gut, hab sogar gleich den richtigen angesteuert. Perfekt. Ich war mir gerade nicht zu 100%ig sicher, aber ich habe den richtigen angesteuert. Myriadenflug. Ich bin echt mal gespannt, ob man das überhaupt sieht. Wenn diese Mod ist, alles so zu trauen. Weil im Endeffekt gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass es einfach nur ein Ladebildschirmsprung ist. Ansonsten werden wir es sehen. Ich bin gespannt. Myriadenturm in Ark entdeckt. Oh. Oh. Hängt da fest. Der Busch. So, oh, du bist ein... Du bist also eine Myriade. Okay. Sehr interessant. Ne, hallo. Guten Abend. Ich möchte mit den Myriaden fliegen, oder könnt ihr mir erstmal irgendwas über die Myriaden erzählen? Über Myriaden? Was soll ich da groß erzählen? Es sind wunderschöne Tiere, majestätisch und wild. Und gefährlich, wenn man einem Ungezähmten begegnet. In der Zeit vor der Blutmondrevolte, also vor einer ganzen Weile, waren gezähmte Myriaden wie meiner hier noch ein seltener Anblick. Aber mittlerweile sind sie zumindest hier auf Enderal ziemlich geläufig. Schade irgendwie. Warum schade? Ach, das klingt vermutlich albern, aber manchmal sehne ich mich nach der Zeit, in der Großvater gelebt hat. Myriadenwärter waren damals viel angesehener, erzählt er immer, und verkehrten mit Erhabenen und sogar Ordenshütern. Mittlerweile... Naja, ihr könnt's euch schon denken. Es ist eben zu was Gewöhnlichem geworden, und ein Flug ist auch bei weitem nicht mehr so teuer wie früher. Aber was soll's. Ach so, verstehe. Und wie genau funktioniert das Fliegen? Woher wissen die Myriaden, wohin sie fliegen sollen? Myriaden verständigen sich über Schnalzlaute. Kaum hörbar für einen Menschen. Ich als Wärter, der Berylo hier beispielsweise schon seit er ein Küken ist, kennt, kann sie aber wahrnehmen. Und mit ihnen sage ich ihm dann das Ziel eurer Reise, wenn es an den Abflug geht. Das gilt natürlich nur für Strecken, die er auch kennt. Neue müssten wir erstmal gute 100 Mal abfliegen, bevor er den genauen Weg alleine findet. Hm? Jo, dann möchte ich mal bitte mit dem Myriaden fliegen. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Hinteres Herzland war das, ne?
Und bisher ist es nur ein Ladebildschirm. Und es bleibt nur ein Ladebildschirm. Schade. Schade. Ich hätte sehr gerne einen Flug gesehen. Sehr gerne. So, hier vorne ist sie. Oh, verdammt, das Futter. Ja, dann schnell, bevor das Vieh verhungert. Kümmer dich. Lady. Okay. Dann auch noch mitten im Dunkeln. Ich glaube, ich... Nee, warte mal. So viel Schnippchen-Schleicher bin ich noch nicht. Jetzt hier im Dunkeln durch den... Weltraue. Ich habe mitgerechnet, dass ich mich hier legen kann. Falsch gedacht. Dammig. Zur Truhe. Naja, dann doch in der Nacht. Rennen wir durch die... rennen wir durch die Nacht, genau. Renne! Du elender Wolf! Habe ich meine Ladung schon aufgebraucht? Scheint so. Verdammte Hacke. Ich habe vergessen, dass es schon eine 3-Punkte-Quest ist. 2-Punkte-Quest. Sollte ich erstmal die 1-Punkte-Quests machen? Das macht mehr Sinn. Ja, man könnte auch auf gut Deutsch sagen, ich habe gerade Schiss. Und schießt mit schmutzigen Tricks auch nicht schlecht. Ich möchte gern zurück nach Ark. Wenn es genehm wäre. Die Lady. Hallo. Und er mit euch. Wohin soll's gehen? Nach Ark, habe ich doch gesagt. Ich glaube, ich gönne mir erstmal leichtere Quests. Der Wolf hatte doch schon ein bisschen Bums. Oh, wieder da. Dann suche ich mir jetzt erstmal eine schöne Beste aus, die ich mal schön entspannt hier in Ark machen kann. Wegweiser? Gibt's hier keinen Wegweiser?
Ja, auch eine Taverne wäre auch nicht schlecht. Erstmal eine Runde pofen. Hier, guck mal. Wegweiser. Fremdenviertel. Das ist zumindest die einzige Taverne, die ich gerade kenne. Da macht es ja quasi Sinn, dass ich dort auch vorbeischaue und dort ein bisschen absteigen tue. So. Ach nee, da kommt jetzt. Sei doch nicht immer so. Mann, ich hab heute allen gar nichts getan. Ich bin doch ein sanftes Gemüt. Heize mich an. Keiner mag mich. Monsieur? Ein Zimmer bitte. Klar gibt's ein Zimmer. Es ist kein Arka-Zimmer, aber ja, warm ja, und ja, ich weiß, Lausfrei und so. Geht in den Flüsterwald und durchsucht die. Ja, zum Flüsterwald gehe ich auch noch. Ich warte in der Unterstadt auf euch. So ist das eben. Jetzt wird erstmal eine Runde gepufft. Ist ja doch gar nicht so spät, ne? Ach, 8 Stunden werden reichen. Ist zwar noch früh am Morgen. Ist aber arg früh am Morgen. Arg früh am Morgen. So, suchen wir uns mal noch eine schöne Quest aus, die wir nehmen. Wird hier erstmal hier die ganzen 2 Sterne aus. Keinen Stern? Ich glaube, das ist nicht irgendwie schwierigkeitsbedingt. Natürlich eine schöne Orientierung, ne? 1 Stern, 2 Sterne, 3 Sterne. Kann sich so ein bisschen danach richten, finde ich gar nicht so schlecht. Ach, sind ja gar nicht so wenig, würde ich mal behaupten. So, dann gucken wir mal. Ja, warte mal, ich sollte mich vielleicht doch eher wenigstens aus der Taverne rausbegeben. Zur besseren Orientierung. Bildschirm des Grauens. Grüße. Und ich werde wieder von allen Leuten weggeschoben. Ich will eigentlich nur auf meine Karte gucken. So. Ich bin hier. Hier haben wir Schraube, Hut und Pfusch AG aufsuchen und nach Arbeit fragen. Das wäre eine Möglichkeit, die gerade in unmittelbarer Nähe stattfindet. Eine Möglichkeit. Ich glaube, das mit dem Fusch, das ist schon ganz okay. Ne, mit Schraube, Hut und Fusch. Ich mag den Namen. So, das war hier irgendwo um die Ecke.
Morallas Segen. Gesundheit. Na los, geht. Och, ey. Schreist du mich noch einmal an? Ja, ja, da kann man nichts machen. Nö. Manche Menschen wissen einfach nicht, wo ihr Platz in der Welt ist. Boah, ich glaube, ich werde noch zum NPC-Killer. Das ist mein Kräuterelixier für meine Haare. Was? Kräuterelixier, Haare? Kann ich nie mitreden. So, wo geht's lang? Hier. Schraube, Hut und Fusch AG. Hört, hört. Einen schönen guten Tag. Ich suche nach Arbeit. Wer seid ihr? Tivon Sommerfeld, meines Pfades Buchhalter der Schraube, Hut und Fusch AG. Auch wenn ich bezweifle, dass wir beide viel zu besprechen haben. Ach, ist das so? Warum sollten wir denn nichts zu besprechen haben? Egal, vielleicht irre ich mich ja. Ich glaube auch. Was ist denn die Schraube, Hut und Fusch AG? Das wisst ihr nicht. Wie erkläre ich das denn am besten? Wir sind ein Zusammenschluss von Denkern. Scharfsinnige Denker, sternlingscher Abstammung, wenn man das so sagen darf. Und die Schraube, Hut und Fusch AG ist unsere Gilde. Ah ja, und wir produzieren in erster Linie Tüfteleien und Metallgüter. Unter anderem für den Heiligen Orden selbst. Auch wenn ich bezweifle, dass ihr die Mittel hättet, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen. Ich bin vorurteilshaft der Gute. Aber eigentlich bin ich auf der Suche nach Arbeit. Gibt es irgendwas, wobei ich eurer Hilfe, Gilde vielleicht behilflich sein kann? Arbeit? Nein. Wobei, vielleicht doch. Ihr kommt viel rum, richtig? Ihr seht jedenfalls so aus. Na gut, das könnte klappen. Es gibt da etwas, wo jemand mit euren Talenten tatsächlich hilfreich sein könnte. Einen Auftrag, den wir kürzlich erhalten haben. Der da wäre? Einer unserer Kunden hat für Nachbauten diverser pyräischer Artefakte angefragt. Ein exquisiter Wunsch, aber natürlich keiner, dem wir nicht nachkommen könnten. Der Haken bislang ist jedoch, dass wir natürlich Originale benötigen, nach denen wir arbeiten können. Wenn ihr uns diese Originale bringt, und zwar unbeschadet, dann werdet ihr das nicht bereuen. Hier, ich zeichne euch ein paar Ruinen in eurer Karte ein, die es zu durchforsten lohnen könnte. Ja, könnt ihr mir denn etwas über euren Auftraggeber erzählen? Was hat er davon, pyräische Artefakte nachbauen zu lassen? Weil ich euch das als vollkommen Unbekannten natürlich sagen werde. Ja. Na gut, dann werde ich mal sehen, was sich tun lässt. Gut, kommt wieder, wenn ihr was habt. Jo. 2, 4, boah, Alter. Sonst noch was mit dir machen, mein Freund? Nein. Bis demnächst. Ja. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon so genau? So, dann suchen wir uns mal die nächste Quest aus, würde ich sagen. Weil da sind wir jetzt erstmal raus. Ich bleib auch erstmal hier in Ark. Kritisch sein. So. Warensortiment nach Gegenständen. Was? Warensortiment
von Gulfur nach Gegenständen durchsuchen. Nach welchen Gegenständen denn? Aber das klingt nach einem Plan. Das ist es nicht. Auch nicht. Auch nicht. Das ist auch nicht. Nein. 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 Verwirrung. Ja, hier. Der einzige Ort. Da lang. Die Musik. Auch mal chillen. Was ist das bringt. Dann gar nicht mehr die ganzen Quests der einzelnen Geschichten, der einzelnen Handlungssträngen zuordnen, weil das einfach schon alles viel zu viel ist. Viel zu viel auf einmal, das kann man sich ja gar nicht alles merken, was der Phase war. Das ist schwierig. Nee, eingeschlossen. Na super. Warten ist nicht drin ohne Bett. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Manche Schichten gehen einfach nie zu Ende. Hier vielleicht noch einen anderen Eingang. Na super, habe ich ja echt lang, habe ich jetzt ja schlafen ja gelohnt, ne? Na super, was mein ich jetzt? Am Ende des Tags, die Sonne sinkt schwer in. Mach ich denn jetzt, wie warte ich denn jetzt am besten? Es ist 4 Uhr morgens, die werden so früh nie aufmachen. Dicks und zugeknüpft. Naja, da bleibt mir erstmal nur eins, ne? Ich bleib hier sitzen, warte und werde jetzt erstmal die Folge hier für heute beenden. Ja, ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder, wenn die Geschäfte hier im guten Ark offen haben und wir unsere Quest weiterführen können. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.